Hey Leute, willkommen zurück zu Cube 2. Wir sind gerade dabei, etwas über Magnetismus kennenzulernen. Haben das auch schon ganz gut verinnerlicht und nun geht's... Oh. Oh, das ist ja heftig. Jetzt geht's erstmal weiter und wir müssen immer noch versuchen, diesen Generator anzuschalten. Zum Guten oder zum Schlechten. Aber das ist gerade voll schön hier. Richtig schön. Okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert, hä? Alles klar. Damit kann man nur die untere Seite drehen. Hin und her. Alles klar, ich hab's glaube ich schon. Nee. Vielleicht mach ich das erstmal weg. Nee, fast. Fast! Oder vielleicht drehe ich das einfach nochmal zurück. Mach das so. Mach das so. So. Und so. Jetzt bin ich erstmal drüben. Ah, okay. Warte. Funktioniert schon mal nichts. Aber ich mach das so. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Warte, wenn man das so. Mal ansaugen. Loslassen. Wenn wir dann so. Was ist denn das wiederum? Los. What? War nicht so geplant. Ich muss nämlich da hoch. Das reicht nämlich gerade so nicht. Nee. Sollte ich das vielleicht so machen? Mal schnell raufspringen, wenn das hochfährt. Upsala. Und jetzt so. Und schon bin ich oben. Ah, ich bin so ein kleines wandelndes Perpetuum mobile. Da ist sie schon ziemlich gut drin, muss ich sagen. Whoops. Da bestimmt nichts die Frau. Bei mir wäre das ein bisschen schwieriger. Oh nein, da ist schon wieder so ein Teil. Brrr. Diese gruseligen Teile. Die reden wieder so seltsames Zeug. Something is really wrong. She's alive and reacting. But I just can't get it in. Let go of it. Keep an eye on her. And I'll call the extraction team. See if they can come a month early. Boah, das ist Emma, Leute. Ich bin nicht blöd. Ich erkenne die Stimme. Das ist Emma. Sie ist immer noch am Leben und kann einfach nicht loslassen. Ja, ja. Ich merke schon. Emma, du verarschst mich hier. Ich bin sehr gut. Ich bin audiophil. Ich verstehe das. Ich höre das. Ich könnte einen anderen verarschen, aber offenbar lasse ich mich jetzt hier einfach mal verarschen. Ohne Gegenwehr. Emma Sutcliffe, ein Arsch. Ist das die Emma? Oh, das sind aber alle schon verfügbar. Das ist komisch. Hier jetzt. Aha, da oben ist es. Muss irgendwo hier einen Block generieren, ja.
Gar nicht so schwer, glaube ich, ja. Bonk. Na toll. Kann das so funktionieren? Also schräg draufstehe. Oh, das geht schon. Ach, Midi, du machst überhaupt keinen Kopf hier rum. Andererseits, was sollen wir machen? Sollen wir die Hände in den Schoß legen? Da wäre ich auch ganz schlecht für geeignet. Oh, was? Nee, das ist falsch. Oder so einfach, ja. Okidoki. Autsch. Oh, warte, das geht aber. Huch, oh nein! Jetzt habe ich den Salat schon wieder. So. So. Oh, komm schon. Aua. Aua. Musst du aber rüber. Ach, verdammt. Ich muss auf jeden Fall das hier einschießen, so viel ist klar. Dafür muss ich erstmal hier rüber. Aber das klappt so nicht, weil ich muss das hier hinbekommen. Oder ich mach's einfach so. Genau so. Und lege den Schalter hier um. Was dann diese Plattform bewegt. Und die schießt dann die Tür hier ein, richtig? Genau. Was mir wieder den Schalter hier aktiviert. Was im Endeffekt die Klappe da oben öffnet. Okay. Heißt, ich muss da ganz rauf an diesen Block kommen. Mache ich jetzt genau wie? Nun. Ach, warte mal. Kann ich mich jetzt vielleicht erschlagen, der Block? Wäre nicht so toll. Nee, das ist Quatsch. So, und jetzt? Ich hab gerade echt keine Ahnung, wie ich das hier machen soll.
glaube, ich habe doch eine Ahnung. Aber schießt mich das weit genug hoch? Nee, wird's nicht. Doch, wird's. Warum geht das jetzt nicht? Der schießt ja nicht nach oben. Willst du mich verkohlen? Guck mal. Macht er nicht. Jetzt geht's wieder. Well. So. Jetzt geht's. Wow. Oh, ein kleiner Bug. Oh, bisschen schief, aber es ging. Ein wenig schief, aber es hat funktioniert. Ist das so eine Art Kollektiv, das damit miteinander redet und denkt, ich bin zu blöd, um es zu raffen? Das müssen sie doch mitkriegen, dass ich da die ganze Zeit rumlaufe und sie beobachte und sie reden höre vor allem. Ich hab doch nicht ernsthaft, dass ich so bescheuert bin. Dieselbes Prinzip. Lock muss hoch. Bock macht Tür auf. Schalter drücken. Ich verstehe nicht, was ich da jetzt gerade gemacht habe, schon wieder. Ist jetzt immer aktiviert, ne? Oh Gott, da oben. Ja, wie gesagt, der ist einmalig aktiviert und jetzt bleibt er auch an. Ich muss noch einen drücken, offensichtlich. Ich muss nämlich noch darauf. Oh. Warum geht das nicht? So, oh, wow. Ich hab gedacht, ich muss den Block da hochschießen, aber ich sollte mich vielleicht einfach mal selber draufstellen. Also ein Dödel. So ein Dödelchen. So, zack. Ja, den haben wir auch. Da war es noch einer. Ein letzter noch. Jetzt werden wir dann jetzt endlich erfahren, was hinter der ganzen Sache steckt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt noch, aber... Am Ende killen die noch unseren Verlobten oder so vor unseren Augen und dann hat sie wahrscheinlich nicht mehr so viele Gründe zu leben. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich denken die das zumindest. Okay, warte. Nee. Einhauen ist anders. Okay, das reicht nicht, den Magneten hier hochzuholen. Und... Ups. Erstmal mich hier rüber. Autsch. Kann er ganz schön aus der Bahn werfen, sowas hier. Das ist echt heftig. So, da muss ich hin.
Ach, Mist. Aha. Ups. Probier gerade ein bisschen was. So. Peng, das reicht doch, gut. Und da kommen wir jetzt hier an diesen Schalter, der macht dann hinten die Tür vielleicht auf. Yeah. Ja, ja, ja. Okay, ich hab's schon. Ich hab's schon gelöst. Das ist wieder mal sehr einfach. Sehr einfach. Baby. Revier. So, jetzt springe ich auf den grünen und der katapultiert mich durch den Magneten an den Schalter. Der letzte Schalter übrigens. Oh. Bewegt sich wieder alles. Das ist unheimlich. Ich weiß schon, was ihr tut. Also nichts Gutes zumindest. Emma, bin ich blöd, weißt du? Ich kann Stimmen wiedererkennen, sehr gut sogar. Ich habe ein sehr gutes Stimmengehör. Bum, 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 bum. Wirklich, ich bin schon sehr gespannt. Das ist jetzt für mich ein ganz, ganz großer Plot, ehrlich gesagt. Mission Success habe ich bekommen. Ist es etwa schon vorbei? Nein. Da wäre es ja ein sehr, sehr kurzes Spiel oder ich bin einfach nur gut durchgekommen. Mission Success. Well, it's powered as far as I can tell. Now what? Du bist so scheinheilig, Emma. Ist einfach auf den Aufzug? Oh ja, das war aber richtig. Okay, you're closing in on the beacon. I need you to locate any survivors. Once done, I'll see if I can lock onto your location. Then, with some hope, I'll try and extract us. Get us back. Home. Yeah. Wer es glaubt. Wer es glaubt. Ist jetzt auf einmal dunkel an der Spitze, oder wie? Aufstieg. Oh, seht euch das mal an. Irr. Haben wir das gerade aktiviert? Das ist ein Helikopter. Emma, can you read me? What is it? What do you see? This isn't a space vessel. What do you mean? The beacon. It's not coming from an escape pod. It's from a human helicopter. Like the one we used to travel to the dig site. Wow. Oh Mann. Ich dachte, sie haben uns verarscht. Wo ist der Beacon? Emma, where are we? This doesn't make sense. Emma, tell me where we are. No. We stopped it. Oh my god. This is. It's. What's happening? Hold on, just one more second. Emma! There's no place like home. So it's Dorothy. What happened? Emma. Oh, das ist ja super interessant. Es geht noch weiter. Are you there?
cool. Damn it. Schicke Pflanzen. Können sie also auch. Gut, Leute, das war aber ganz schön der Plot-Twist. Wir sind auf der Erde. Nun ja, da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich danke euch hier immer fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und einschaltet nächstes Mal zu Cube Teil 2. Ich freue mich. Bis dann.